Hallo und herzlich willkommen hier bei TQ. Wir tauschen heute mal die Ski gegen das Fahrrad und schauen uns an, wie so ein E-Bike-System aufgebaut ist. So, ich schaue jetzt mal, wie der Strom in das Fahrrad reinkommt. Und dazu hat man mir gesagt, kann ich in die Werkstatt gehen und da soll ich nach einem Dani fragen. Hi, servus. Hey. Bist du der Dani? Ja, genau. Gut, dann bin ich ja richtig. Freut mich. Hi. Hi. Karl, bist du hier in der Werkstatt tätig, genau, für die Batterien, oder? Ich bin der Produktmanager bei TQ. Die Bikes quasi, also für den E-Bike-Bereich, die Bikes sind mein Baby. Mhm. Und ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, dann kann ich dir ein bisschen was zeigen hier zu den Batterien. Und wie wir den Unterschied machen, wie sich unsere Batterien von den anderen unterscheiden und so ein bisschen allgemein, was eigentlich in so einer Batterie drinsteckt, würde ich dir heute mal zeigen. Ja, cool. Das schaut mir jetzt aus wie eine normale. Was haben die anderen vier für eine Rolle? Oder genau, wie schaut denn das aus? Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet hier. Letztendlich, wenn du einen E-Bike-Akku in der Hand hältst, dann siehst du nur das Gehäuse. Man kann da leider nicht reinblicken. Deswegen haben wir hier mal einen aufgemacht und ich habe mal ein paar Zellen hier vorbereitet, dass ich dir ein bisschen die Unterschiede erklären kann. Das hast du schon richtig erkannt. Das ist eine stinknormale Doppel-A-Batterie in dem Fall. Also die ist nicht wieder aufladbar. Und hier habe ich einfach mal so ein paar marktübliche Zellen mal vorbereitet. Die haben alle schöne unterschiedliche Farben. Kannst du deine Lieblingsfarbe raussuchen. Und letztendlich hat jeder Hersteller so ein bisschen seine eigene Farbe. Die sind aber von der Bauart, zumindest diese drei, die hier in der Mitte liegen, sind alle gleich. Wir nennen die 18650er. Das beschreibt letztendlich nur die Abmessungen von dieser Batterie. Also wenn, aha, du die vergleichst, die sind genau gleich hoch, ja, alle drei, und haben den gleichen Durchmesser. Nämlich einen Durchmesser von 18 mm, ja, und eine Höhe von 65. Daneben diesen, das ist eines der üblichen Maße, gibt es noch ein weiteres Maß, was jetzt vor allem in den letzten Jahren dazugekommen ist. Das ist 21700er heißt die. Also, mhm, wie der Name sagt, 21 im Durchmesser und 700 lang. Also wenn du es vergleichst, die sind einfach einen Ticken länger, ja, und ein bisschen dicker im Durchmesser. Hat der dann mehr Dampf, oder? Genau, also im Inneren steckt im Wesentlichen das Gleiche, aber wenn die Zelle größer ist, dann ist natürlich auch mehr Kapazität zum Beispiel. Also, mhm, es steckt einfach ein bisschen mehr Energie da drin, wenn man so will. Und im Grunde aber das genommen. Das sind Lithium-Ionen oder genau, das sind alles Lithium-Ionen-Zellen. Eigentlich werden im E-Bike-Bereich ab einem gewissen Preisniveau auch nur noch Lithium-Ionen-Zellen verbaut. Ja. Je nachdem, was für ein Modell das ist und was für einen Hersteller das ist, gibt es Zellen, die sind mehr dafür gemacht, dass sie wirklich auf Power aus sind. Das heißt, die können sehr hohe Ströme, sehr viel Leistung in kurzer Zeit abgeben, ohne zu heiß zu werden. Und dann gibt es Zellen, die sind eher, sagen wir, auf die Ausdauer ausgelegt, also die haben eine höhere Kapazität. Das heißt, die können nicht ganz so viel Power auf einmal geben, mhm, aber in denen steckt dann einfach eine höhere Kapazität und zum Beispiel merkt man das dann in der Reichweite. Also die eine Zelle, die viel auf Power ausgelegt ist, da könntest du vielleicht den 120er, unseren Motor, der besonders stark ist, könntest, mhm, du damit besser betreiben, weil der eben auch natürlich aus der Batterie viel zieht. Mit der anderen Zelle, die eher auf Kapazität ausgelegt ist, merkst du dann, dass du einfach ein Stückchen weiter kommst. Die eine ist nicht besser als die andere, da musst du einfach schauen, was so der Anwendungsfall ist. Und das ist dann die große Kunst, dass man das genau abstimmt. Dass die Batterie letztendlich perfekt zum Motor passt und perfekt zu dem passt, wie das Bike eingesetzt werden soll. Okay. Also wenn man mal hier reinschaut, dann sieht man, hier sind ganz, ganz viele Zellen drin. Wie viele sind das ungefähr? Das sind in diesem Fall, wir haben immer so eine Anordnung, wo wir sagen, die Zellen sind 14 hintereinander, mhm, und 4 in Serie. Das heißt 14 mal 4. Das muss ich nochmal ausrechnen, genau. Du, 1-0 für dich. Und das ist die Anzahl der Zellen da drin. Die wirkliche Kunst ist, dass man die richtige Zelle für seine Anwendung auswählt und dass man das Ganze mit der Elektronik in diesen Batterien perfekt abstimmt. Mhm. Und deswegen machen wir bei TQ die Elektronik selber. Mhm. Weil diese Elektronik und die Software muss perfekt kommunizieren mit dem Motor. Und der Akku muss perfekt mit dem Motor abgestimmt sein, dass die zwei genau wissen, wie geht es dem anderen gerade, wie viel Leistung kann ich jetzt abrufen, wie ist die Reichweite. Du willst ja am Ende einen Akku haben, der einfach perfekt abgestimmt ist für die Bedürfnisse des Kunden. Also der Kunde soll maximalen Fahrspaß haben und das so lang wie möglich. Die Reichweite und alles, die können wir natürlich durch die Zellen bestimmen ein Stück weit, mhm, aber noch viel mehr wird sie dadurch bestimmt, wie gut dieses System einfach miteinander kommuniziert und wie
wie fein halt quasi diese Verzahnung ist zwischen den verschiedenen Komponenten im E-Bike. Jetzt mal eine blöde Frage, wie viel kann man da einsparen, wenn man das sauber programmiert und sauber die Elektronik? Also das eine ist, was wir Reichweite gewinnen können, da sind 10% Reichweite locker drinnen und das kann bei einer 60, 70 Kilometer Tour, kannst du das schon richtig merken. Und was wir halt noch einen Grund, warum wir diese Elektronik immer selber machen, ist, dass wir es einfach schaffen, die Elektronik etwas kompakter zu bauen als die anderen. Das heißt, wir wissen, was da alles drauf sein muss und wir schaffen das einfach, das in eine kompaktere Leiterplatte zu bringen und somit am Ende im Akkugehäuse weniger Platz für Elektronik zu verschwenden sozusagen. Also der Kunde soll maximalen Fahrspaß haben und das so lang wie möglich, die Reichweite und alles. Die können wir natürlich durch die Zellen bestimmen ein Stück weit, aber noch viel mehr wird sie dadurch bestimmt, wie gut dieses System einfach miteinander kommuniziert und wie fein halt quasi diese Verzahnung ist zwischen den verschiedenen Komponenten im E-Bike. Darf ich den mal anlangen? Ja, klar. Also da kannst du schon sehen, dass die Zellen, die sind letztendlich, sind das jetzt diese Zellen zum Beispiel da drin, die sieht man ein bisschen durch die grüne Farbe durchschimmern und die sind sehr, sehr eng zusammengepackt. Wenn du tiefer reinschauen würdest, da sind auch überall dazwischen, sind noch dünne Kabel, das sind Temperatursensoren. Das heißt, wir überwachen die ganze Zeit hier an mehreren Stellen im Akku die Temperatur, weil wir natürlich da ziemlich aufpassen müssen. Die Zellen haben nur eine gewisse Temperaturrobustheit und da müssen wir einfach schauen, dass wir immer innerhalb deren Wohlfühlbereichs bleiben, beim Laden und beim Entladen. Ja, blöde Frage, aber darf ich es mal ausprobieren? Dafür sind wir da, ja klar. Ich würde sagen, wir nehmen den 120er. Aha. Das ist unser starker Motor. Okay. Da kannst du gleich mal richtig spüren, wie es abgeht. Und dann drehen wir einfach eine Runde. Ja, gerne, danke.